habe ja angekündigt, dass das weitere Minecraft-Projekt kommen wird. Ich bin momentan immer noch unschlüssig, inwieweit sich das jetzt auf die AIDA auswirken wird. Aber vom momentanen Stand aus, von der momentanen Lust her, ich muss nämlich gestehen, dass dieses AIDA-Projekt langsam ein bisschen dazu neigt, anstrengend zu werden irgendwie. Es geht nicht voran. Der Timo hat sowieso keine Zeiten mehr und jetzt ist er gerade am Überlegen, ob er den Surfer kicken soll, weil er sich seines Erachtens nicht mehr lohnt. Und ja. Dann geht das Ganze wieder über ein Netzwerkspiel per Hamati und das ist ja, ich meine, okay, das andere Minecraft handhaben wir genauso. Das geht eigentlich. Aber. Also ich denke, ich werde einfach mal gucken. Ich bin da jetzt bei mir irgendwo bei Folge 160, also knapp über 160. Vielleicht mache ich da die 200 noch voll und dann werde ich da, glaube ich, mal mich wieder von verabschieden. Werde da sicherlich weiter noch mitmachen. Lustig, fröhlich, aber dann nicht mehr länger bei mir das Zeug auch veröffentlichen. Weil ich glaube, das reicht jetzt langsam. Wenn ich jetzt die 200 noch voll mache, dann habe ich das fast ein Jahr getrieben. Das soll dann mal gut sein. Hier bei unserem Minecraft gehen wir jetzt auch stark auf das erste Jahr zu. Die Vollendung des ersten Jahres. Wir sind jetzt bei 340 plus minus von den Folgen her. Na, das heißt, ich habe, glaube ich, irgendwie so zum 1. September plus minus mit Minecraft angefangen. Das heißt, hier ist auch das Jahr bald voll. Ist unglaublich, wie schnell das jetzt geht. Da habe ich so das Gefühl, ja, weiß auch nicht warum. Ich habe die ganze Zeit immer das Gefühl, ich hätte mit diesen Let's Plays hier, mit diesem Kanal Ende letzten Jahres angefangen. Realisiere das nicht. Immer nicht so richtig. Ist das eigentlich ja viel eher Mitte des Jahres war. Wow. Jetzt soll ich hier doch irgendwie mal ein Licht hinhängen. Ach Gott. Die Spinne ist doch hier nebenan. Da ist doch. Guter Treffer. Jo, und wieder zurück. So, hier ist jetzt der Boden überall gut. Ich würde jetzt gerne bald mal gucken, wie das hier da hinten mit dieser Treppe ist. Es wäre mal wichtig zu wissen, wo die dann rauskommt. Und erstmal gucken, wieder wie viele Stufen ich da hoch muss. Dann muss ich irgendwie mal eine Messung machen. Ich glaube, wir hängen da immer noch mitten im Berg. Ist ja blöd. Ich hatte gehofft, dass wir den Rest der Dungeons auch wieder ein Stückchen oberirdisch liegen können. Dann müssen wir nicht zu viel graben. Andersrum müssen wir dann natürlich, wenn wir ein oberirdisch liegen, viel zuschütten. Also, ja. Also ich glaube, ich weiß nicht, was jetzt schlimmer ist. Da, wo wir zuschütten müssen, ist das natürlich eine größere Menge. Müssen wir mehr zuschütten, als wir sonst freilegen müssten. Dafür geht's zuschütten an sich natürlich schneller als freilegen. Also in der Zeit, wo ich jetzt hier mit dieser Spitzhacke drei Steine hack, habe ich
sonst, glaube ich, schon 10 Erde gelegt. Ist dann halt so. Der Punkt, man weiß es nicht. Es kommt halt vor, wenn man das ganze Zeug ausgraben muss, dass sich das ewig hinzieht. Da ist Kohle im Boden, die wollen wir vielleicht rausnehmen. Ah, viel ist es ja nicht. So. Weiß es nicht. Aber ich glaube, da werde ich mich jetzt gleich mal drum kümmern, dass ich jetzt hier in dieser Aufnahme nicht nur permanent Boden lege, sondern zwischendurch auch mal was mache, was vielleicht... Naja, ob es spannender ist, kann ich jetzt auch nicht sagen. Ich weiß nicht, ob ihr das hört gerade. Die sind ja ziemlich laut da unten. Das bei mir in der Straße gerade wieder tatütata. Ich habe mal das Fenster aufgemacht. Normalerweise sitze ich hier immer bei verschlossenem Fenster, weil ich eigentlich keine Lust habe auf diesen Straßenlärm in den Aufnahmen. Aber wenn es so warm ist, muss ich halt einfach hier mal ein bisschen durchlüften. Sonst macht mich das kaputt. Festgestellt habe in den letzten Wochen. Na, das ist ja nicht schön. Na, wollen wir nicht haben. So. Das wollen wir auch nicht haben. Runter da oben! Irgendwo klappert wieder ein Skelett. Also hier wird schon wieder Nacht haben. So, das schlage ich schon mal hier raus. Soweit. Ja, vorbei. So, dann haben wir diesen Bereich hier schon mal. Den nehmen wir vielleicht gerade noch mit. So. Nehmen wir an, der ist über mir, so wie dieses Laufgeräusch mitwandert. Das heißt, wir haben schon wieder Nacht. Legen wir uns mal wieder schlafen. Das Gezottel da oben aufhört. Müssen wir gerade mal was kontrollen. Nämlich wie viele Stufen wir hier haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ein. Das ist der erste. Das ist der zweite. Das ist der dritte. Das ist der vierte. Das ist der fünfte. Das ist der sechste. Drecksbrot. Echt schlimm mit denen. So, da oben verbrennt einer. Das finde ich sehr sympathisch. So, 6 Stück. Das sind wir 4. Das sind... Das war gruselig. Das klingt, als wären die direkt neben mir. Sind sie aber nicht. Bruchstein, 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 Bruchstein. Bruchstein. Andesit. Kies.
Das ist eine Erde. Kohle. Und hast du dich gesehen, Gedöns? Da, weiß ich, wo ich schon wieder rumrennen hier. Also, da werden wir nicht, ja. Ah. Spitzhacke macht nicht mehr lange. Komme ich nicht sehr weit mit dem, was ich hier vorhabe. Es ist auch, mir ist das beim Abbauen dieses Berges, der da über uns ist, überhaupt nicht aufgefallen. Und ich habe da auch dann massenweise mit Diamantspitzhacken ran rumgerobbt und dementsprechend viel Eisen gespart. Deswegen war mir das nicht so bewusst vielleicht an der Stelle. Aber tatsächlich... war in diesem gesamten Riesenkackberg nicht ein Drecksklumpen Eisen drin. Was für ein bisschen ungewöhnlich ist. Und da auch ein bisschen fies. Zugegeben. Pock. Fiese Geräusche. So. Kohle holen wir hier erstmal raus. Da ist der Bruchstein. So, das sind 1, 2, 3. Ja, 5. Und das wäre die 6. Zack. So, da geht hier nämlich wieder eine Treppe hoch und hier kommt nämlich dann der nächste Dungeon-Abschnitt. Und den müssen wir jetzt mal... hier mal eine Fackel rein. Theoretisch ein... dürften wir jetzt hier... 2, 3, 4, 5. Wenn wir den wegschlagen, ist... müsste eigentlich... jawohl, Himmel über uns sein. Sackt. So ist das korrekt. So. So, mal gucken, wie wir das hier... wenn wir da schon... Treppen ansetzen. Ja. So, dann wäre das so. Und wir setzen ihn da schon an. War das so. Die auch nochmal weg. Ich habe jetzt natürlich nur exakt 12 Treppen gemacht, um hier hochzukommen. Mehr nicht. So, und wie das jetzt ausschaut, sind diese zwei Treppen, die wir hier haben, direkt voneinander gegenüber. Jetzt ist die Spitzhacke hinüber. Zwei Treppen gegenüber, die Spitzhacke hinüber. Da rennen wir schnell mal rüber. Bauen neu, Schwamm drüber. So, keiner da.
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Wollen wir das auch gerade machen. Up. Hier haben wir zwei Spitzhacken. Und wieder zurück. Keiner da. Ich glaube, das ist falsch. Ja, ich muss ja hier schon in den gefliesten Bereich. Guck mal, hier hinten ist alles fertig jetzt. Oh, da fehlen überall noch die Türen. Das ist aber nicht so tragisch. Ich weiß im Moment eh noch nicht, was aus diesen Räumen am Ende genau gemacht wird. Lustigerweise kann mir das niemand sagen. Hauptsache, wir haben sie schon mal. Für was die dann gut sind, wer weiß das schon. So, damit sind wir da wieder unter der Oberfläche, wie das sein soll. So, jetzt graben wir uns hier mal gerade durch. Langfristig muss das sowieso fast alles weg. Ab und zu wird da nochmal eine Mauer wieder rein müssen, aber das ist nicht so tragisch. Muss ich jetzt hier aber mal durchhauen, um mir einen groben Überblick zu verschaffen. Wie das nämlich genau hier hinten aussieht. Da ist er doch. Ha, ich habe ihn noch erwischt. Gut. So. Die Frage ist nämlich... Ja, genau, das meinte ich nämlich. Wenn wir nämlich hier rauskommen mit dem Gang, hallo Birke, heißt das, dass wir hier mit diesem Gang da hinten noch ein ganzes Stück weiter müssen. Das muss nämlich dann am Ende wieder aufgehen. So. Können wir nämlich einmal im Kreis rumlaufen. Im Kreuzle. Ah, da hinten war eine Kuh, okay. So, wir haben hier auch... Wir haben hier einen Dreier, ne? Das ist auch Absicht, das ist auch gut so. Okay. Das ist ein... Ach, das ist den Baum, habe ich gerade weggehauen. Okay. Dann ist ja alles gut, ne? Dann stimmt das ja. Der fällt schon noch. Ups. Dass wir da unten diesen lustigen See leider zu kippen. Das tut mir ein bisschen leid. So. Der muss auch weg. Machen wir schon mal weg. Mal kurz hieb. Das ist Baumkrone. So. Hep. Hep. Ups. Hep, hep, hep. So, das ist jetzt unten oder was, ne? Das ist genau.
So, nächster Baum, der weichen muss. Eigentlich müsste ich jetzt mal ins Bett gehen, so dunkel wie das hier gerade ist. Naja.